Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jason. Wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Endbosskampf aus der Prüfung der Tapferkeit an. Und ich sag's gleich mal vorweg: Das ist wirklich kein leichter Kampf. Also, ihr müsst euch mal so auf einen Fight einstellen, der fast 10 Minuten dauert. Bedeutet, dass wir könnten theoretisch beim Bull-Kampfrosch ziehen und dann nochmal in der letzten Phase, um hier dem Boss den Rest zu geben. Vorweg mal, es gibt drei Phasen, jede ist natürlich sehr speziell und unterschiedlich und da gibt es ein paar Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss, damit man das Ganze schafft. Wir beginnen gleich Phase 1, die Blobs. Ich weiß, Blobs ist jetzt nicht die offizielle Bezeichnung dazu, aber ich möchte es natürlich so machen, dass es auch jeder verstehen kann. Erstens mal, ihr seht schon, der Boss ist der gleiche wie im Seelenschlund am Ende. Er kommt also nicht aus dem Wasser, sondern wir haben hier vorne die begrenzte Kampffläche und das Wichtigste, man kann da runterfallen. Also wenn ihr Melee seid, ein bisschen weiter nach vorne lauft, kann es euch passieren, dass ihr dann runterfällt. Dann könnt ihr natürlich wieder rausspringen, aber ihr haltet einen Debuff und bekommt natürlich dementsprechend Schaden. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Zusätzlich erscheinen immer wieder mal in der ersten Phase solche Tentakel, wie ihr sie gerade gesehen habt. Wenn die von jemandem entdeckt wird, sollte er auf jeden Fall Bescheid geben. Da müssen dann mehrere Spieler hinlaufen. Es wird am Boden markiert, die Tentakel schlägt nieder und der Damage teilt sich auf. Sollte niemand in dieser Tentakel stehen, dann gibt es 3 Millionen Rage-Schaden und wir wipen. Also das war mal der erste Grund, warum wir uns hier mehrmals abgelegt haben. Deswegen ganz wichtig, wenn die Tentakel kommt, sagt es an, mehrere Spieler hinlaufen, kurz reinstellen, wird anschließend wieder hochgeheilt und kein Problem. Das nächste, habt ihr schon mehrmals gesehen, ist auch ziemlich eine elementare Mechanik. Das ist eben diese Blobs. Also wenn der Atem kommt, erscheinen anschließend ein paar Blobs. Und jetzt habt ihr eine gewisse Zeit, um diese Blobs nicht zu töten, aber zumindest Schaden darauf zu verursachen. Denn nach dieser Zeit explodieren die, es gibt Rage-Schaden und hinterlassen eine Giftfläche. Die Höhe des Rage-Schadens sowie die Giftfläche hängt eben von der Höhe der Blobs ab. Also wenn ihr, sagen wir, keinen Blobs attackieren würdet, gibt es einen AOE und eure Gruppe ist down. Ansonsten war es das mehr oder weniger schon von der ersten Phase. Wir haben gesehen, es gibt noch ein paar Debuffs, die können einfach dispelled werden. Und wenn ihr von so einer Kugel verfolgt werdet, zieht ihr die aus dem Raid. Das dauert eh nur ein paar Sekunden. Spannender wird es jetzt dann schon in Phase 2. Ab 65% taucht der Boss ab, verschwindet und jetzt müssen wir praktisch uns um die Tentakel kümmern, also um die gesamte Kampffläche, nicht nur unten, sondern auch oben, wir werden es gleich sehen, gibt es Tentakel, die wir praktisch attackieren müssen und es erscheinen Adds. Von den Adds her, wir haben es ganz einfach gemacht, wir machen es von groß zu klein, also es kommen natürlich beliebig viele Adds, je größer, umso gefährlicher, in Klammern natürlich der Laternen. Das Laternen-Add ist am gefährlichsten, denn da habt ihr nur eine bestimmte Zeit, sobald die Energie oder Mana, was auch immer der hat, voll ist, beginnt er das gleiche zu wirken wie auch in der Instanz und das ist so ein hoher Rage-Schaden, da wipet er. Deswegen zuerst der Mann mit der Laterne, danach der nächste große und alle kleinen Adds werden einfach zusammengezogen und weggebombt. Jetzt ist es noch ganz wichtig, dass die Adds, wenn wir diese wegbomben, dass es unten passiert, also dass wir es praktisch auf der unteren Fläche machen, denn ihr seht, es kommen während dieser Phase immer so Wellen, die machen natürlich Schaden, was aber für uns wichtiger ist, sie schwemmen die Debuffs weg. Wenn so ein Add stirbt, hinterlässt so eine Giftfläche und das wird dann alles praktisch vom Wasser weggetragen und somit verkleinern wir nicht künstlich unsere Kampffläche. Also wir haben es noch nicht ganz optimal gemacht, sondern idealerweise wäre es, zuerst unten die Tentakel zu machen, das Ganze so zu kombinieren, wenn diese Wellenphase kommt, da seht ihr, wenn der Boss praktisch hier diese Energiebalken voll wird, danach kommen diese Wellen, dann gehen wir auf die höheren Plattformen, es gibt ja eine links und eine rechts, da gibt es auch zwei Tentakel, töten die Tentakel oben, gehen anschließend wieder runter, also genau in dieser Wellenpause sollten wir eigentlich unten kämpfen, ansonsten sollten wir oben die Tentakel machen und die Adds nach Möglichkeit sollten natürlich unten sterben, damit wir eben diese Giftfläche nicht zusätzlich hier irgendwie oben hinziehen und da müssen alle durchlaufen und erleiden dann hier zusätzlichen Schaden. Also mit ein paar Versuchen kann man das ganz gut schon einstellen, da bekommt man ein bisschen ein Gefühl dafür. Wichtig ist, dass die Tanks hier die Adds einsammeln und eben bevor diese Wellen kommen, dass wir uns hier dann am Weg nach oben befinden, damit wir eben nach Möglichkeiten hier so wenig Schaden wie nur möglich von den
Wellen kassieren, also damit sich das Ganze hier auch wirklich schön ausgeht. Wenn man es hier nochmal unten an der Treppe, ist eh schon nicht mehr ganz optimal, weil eben die Gift-Deepers hier nicht verschwinden. Auf jeden Fall mal vom Setup her, das mussten wir auch selbst spüren, mehr Leute ist besser, also ich würde es nicht unter 15 machen. 20 ist, glaube ich, die ideale Größe und der braucht ein relativ ausgewogenes Setup, was Ranges und Melees betrifft, denn dadurch, dass alles ein bisschen verteilt ist, fahrt ihr einfach mit Fernkämpfern ein bisschen besser. Also das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Wir hatten einen relativ Melee-lastigen Raid und mussten hier einfach mal 5 bis 6 Ranges dazuladen, damit sich das Ganze dann ausgeht. Dann ging es auch anschließend im First Try. Also das Setup macht schon einen Unterschied. Schaut darauf, dass es relativ gut verteilt ist, dass ihr auch genügend Heiler habt. Hier gibt es sehr viel zu heilen und vor allem auch einige Debuffs zum Dispellen. Danach, wenn wir alle Tentakel getötet haben, ihr seht schon, beginnt Phase 3, ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Hier kommen natürlich wieder Adds während des Kampfes, also wie in der Zwischenphase schon, kommen jetzt auch hier in der letzten Phase Adds, die haben natürlich höchste Priorität. Also sobald so ein Add erscheint, switchen wir vom Boss runter, töten die Adds so schnell wie möglich, damit wir verhindern, dass sie Enrage gehen oder uns hier noch mehr Fläche wegnehmen. Hin und wieder zieht er nochmal so eine Welle durch, das macht immer mehr und mehr Schaden. Also hier ist jetzt der richtige Zeitpunkt dann, um Heil-CDs oder Personal-Cooldowns, also irgendwelche Death-CDs zu ziehen, damit wir hier den Schaden ein bisschen reduzieren und vor allem auch die Heiler entlasten. Aber der Vorteil ist natürlich, dass das ganze Gift, ihr seht, es wird schon immer mehr und mehr, hier natürlich immer mehr und mehr Fläche wegnehmen, aber wenn so eine Welle kommt, dann geht sich das aus. Auch die Tanks, weil ich sage, ja, schau mal auf die Tanks an. Die Tanks sind hier bei dem Kampf sehr gefordert, also erstmal so schnell wie möglich die Adds einzusammeln. Ansonsten müssen sie auch immer wieder mal abspotten. Der Boss verteilt diverse Debuffs, also zum Beispiel 100% weniger Rüstung oder so. Also wenn er dann zwei Schläge nimmt, könnte das schon ein bisschen kritisch werden. Deswegen sollten sich die Tanks auf jeden Fall absprechen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ihr eh einen 20er Rate habt, vielleicht einfach mit 3 Tanks zu spielen. Sicher ist sicher, dann habt ihr zum vor allem in der letzten Phase immer was frei, was eben die Tanks, was eben die Adds spotten kann. Und auch hier für den Boss gibt es immer wieder diverse Cooldowns, welche wir nutzen können. Ansonsten habt ihr gesehen, es sieht ein bisschen chaotisch aus, das Ganze, aber im Endeffekt ist es relativ einfach. Also ihr stellt Mark, wie auch im schriftlichen Part beschrieben, das möchte ich nochmal kurz erwähnen. Unterhalb des Videos gibt es einen schriftlichen Part, da sind nochmal die Aufgaben, Aufstellungen, alles bis ins Detail erklärt. So im Endeffekt, wie es auch hier im Video ist, also dass der Boss ein bisschen abseits getankt wird, dass die Blickrichtung hier abseits ist, damit nicht jeder den Atem abbekommt und eben mit den diversen Debuffs, dass einfach rausgelaufen wird, vor allem diese Explosionskugeln und so weiter, damit ihr damit nicht den Rage sprengt, schön die Adds fokussieren und dann sollte das Ganze hier kein Problem sein. Und wie ich gerade gesehen habe, war ich doch ein bisschen schneller. Der Boss hat noch ein paar Prozente. Sehr gut, dann können wir uns nochmal in Ruhe die dritte Phase anschauen. Also wie ihr seht, diese Giftflächen, die stellen wirklich ein Problem dar. Also das müsst ihr euch ein bisschen einteilen. Hier haben wir so ein Ad, wir fahren es gleich um. Es ist eine relativ schlechte Idee, unter Anführungszeichen, das Ganze hier in Melee-Range zu machen. Denn wenn das Ad stirbt, die Giftfläche, welche es jetzt hinterlässt, ist schon relativ groß. Also wenn man hier zu viele Ads in Melee-Range töten, also praktisch zu nahe am Boss, dann haben unsere Nahkämpfer nicht mehr die Chance, den Boss zu attackieren. Also da sollte man ein bisschen drauf achten. Auch die Laufwege sollten hier frei sein oder man muss mehr oder weniger auch teilweise wirklich durch die grüne Fläche laufen. Wie ich es gerade gesehen habe, wenn man von so einer Kugel verfolgt wird, ist es natürlich ideal, den direkten Weg aus dem Raid zu nehmen, aus der Gruppe zu nehmen und wenn es geht, die Kugeln auch nicht durch die Gruppe zu tanken. Also mehr oder weniger warten wir immer wieder darauf, dass die Wellen hier das Gift wegspülen und dann geht sich das Ganze hier auch schön aus. Wie gesagt, jetzt nochmal ganz kurz der Hinweis, es gibt einen schriftlichen Part, schaut euch den an, sollte es Fragen geben, beantworte ich die gerne, einfach damit in den Kommentaren und dann wünsche ich euch jetzt viel Glück, viel Spaß und guten Loot beim neuen Boss.